Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Black Mirror. Ich bin natürlich mal wieder das Bruce aka Samuel und mir ist das hier aufgefallen. Das war ein Jahr vor der Gründung des Schlosses. So. Ein Jahr vor Gründung des Schlosses. Jemand, der sich mit römischen Zahlen auskennt, der weiß, dass da steht 1120. Ehrlicherweise kannte ich mich damit nicht aus. X kriege ich noch hin. Alles andere eher nicht so. Und wenn wir hier quasi 1120 eingeben, dann haben wir hier den Punkt erreicht. Wundervoll. Schön. Wie das immer so klappt. Ein geheimer Bücherschrank. Robert hatte mehr Geheimnisse, als man vermutet hätte. Richtig. So, jetzt gehen wir zum Safe und dort müssen wir höchstwahrscheinlich eine... Was? Fünf? Ah. Acht. Nee, Quatsch. War falsch. Nein, jetzt muss ich einmal ganz durch. Okay. Also sechs. Drei. Oh, jetzt muss ich auch einmal ganz durch. Oh. Null. Das ist die richtige Kombination. Ja. Genau. So, woher wusste ich das? Ganz klare Sache. Ja, okay, ich habe es jetzt nicht mehr. Das Wertpapier, was ich ins grüne Licht gehalten habe, das hatte genau diese Kombination. Deswegen wusste ich das jetzt so eindeutig. So, aha. Ist ein Ring. Der ist bestimmt sehr alt. Ja, genau. Okay, ein Brief. Lieber Samuel, es fällt nicht leicht, die passenden Worte zu finden für diese ersten Samuel, Zeilen, die du hoffentlich... Es fällt nicht leicht, die passenden Worte zu finden für diese ersten Zeilen, die du hoffentlich liest. Außerdem war es nicht leicht, deinen Aufenthaltsort zu ermitteln. Ich hoffe, dass mein Brief deine Hände so bald wie möglich erreichen wird. Denn viel Zeit bleibt nicht mehr übrig. Seit deinem Weggang habe ich meine ganze Kraft dazu aufgewendet, in endlosen Stunden der schlaflosen Nächte nach der Wahrheit über unsere Familie zu suchen. Ich spüre, dass ich nun kurz davor stehe, sie in allen Einzelheiten zu erfahren. Und ich mache mir Sorgen, dass ich vielleicht nicht die Kraft haben werde, alleine damit fertig zu werden. Daher wende ich mich an dich, Samuel, denn ich weiß, dass du meiner Bitte nachkommen wirst. In diesem Umschlag findest du den Ring unseres uralten Erbes. Es ist sehr wichtig, dass du ihn immer bei dir trägst. Pass sehr gut darauf auf. Ich werde dir nach deinem Eintreffen alles Weitere erklären. Kehre bitte zu unserem Schloss zurück und hilf mir. Ich weiß, dass meine Zeit knapp wird. Ich spüre es. Ich habe Angst. William wusste etwas. Aber jetzt werde ich nie mehr erfahren, was es war. Vielleicht hätte ich ihm helfen können, wenn ich den Brief rechtzeitig erhalten hätte. Ich hoffe, du schmorst in der Hölle. Kannst du mich hören, Robert? Tja, das ist natürlich ein Punkt. So, Testament, okay. Ich, William Gordon, vermache hiermit mein Hab und Gut an folgende Personen. Vermache hiermit mein Hab und Gut an folgende Personen. Meiner lieben Victoria vermache ich mein persönliches Eigentum und den Schmuck und die Wertsachen der Familie, da sie ihr und ihren Erben rechtmäßig zustehen.
Meinem Enkelsohn Samuel Gordon übertrage ich hiermit das Schloss Black Mirror mit allen dazugehörigen Ländereien. Ihm übertrage ich ebenfalls die Verwaltung unseres Familienwohnsitzes. Möge er sich wohl darum kümmern, da ich es nicht länger kann. Meinem geliebten Sohn James übertrage ich das Wohnrecht an seinem Geburtsort, so lange er wünscht, bis zu seinem Lebensende. Damit hoffe ich, es wenigstens teilweise wieder gut zu machen, dass du in völliger Einsamkeit hast leben müssen, mein lieber James. Und zuletzt, nach sorgfältiger Überlegung habe ich beschlossen, meinem erstgeborenen Sohn Robert das Recht auf das Eigentum unserer Familie zu verweigern. Er behält jedoch das Recht auf sein persönliches Eigentum und auf die Gegenstände, die er in unserem Familienwohnsitz genutzt hat. Ich weiß, dass dir die Gründe für meine Entscheidung wohl bekannt sind, Robert. In meinen Augen bist du nicht mehr würdig, den Namen Gordon zu tragen. Diese Entscheidungen treffe ich aus freiem Willen und im besten Gewissen. William Gordon. Williams Testament sollte offenbar niemand sehen. Robert, jetzt wird mir klar, dass ich dich überhaupt nicht gekannt habe. Du Schwein. Ja gut, das ist natürlich krass, das stimmt. Ich meine, klar, dass er deswegen das nicht haben wollte. Hier sind Patronen. Kaliber 3,5 mm. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Irgendeine Chemikalie. Das steht fest. Auf den Etiketten steht ein Datum. Monat für Monat. Okay. Noch mehr Reagenzgläser mit dieser üblen Lösung. Roberts Tagebuch. 2. Mai. Morgen werde ich Dr. Herman in der Leichenhalle besuchen. Wenn er das verstanden hat, was ich ihm in meinen Briefen geschrieben habe, dürfte es nicht sehr schwer sein, ihn zu überzeugen. Ich glaube, er ist der Richtige. 3. Mai. Der Besuch bei Herman hat meine Erwartungen erfüllt. Unser geheimes Abkommen wird weitere Fortschritte bei meiner Forschung erheblich erleichtern. Wie erwartet, war es nicht sehr schwer, ihn zur Mitarbeit zu überreden. Herman versteht, dass im Namen der Wissenschaft und der innovativen Forschung manchmal Opfer gebracht werden müssen. Er hat sich bereit erklärt, sich schon morgen um die erste Lieferung zu kümmern, was perfekt in meine Pläne passt. Wenn er nicht wäre, wüsste ich nicht, wie ich diese verdammten Leichen weiterhin loswerden würde. Ein paar Leichen spurlos verschwinden zu lassen, dürfte für einen Pathologen wie ihn kein Problem sein. Jetzt kann ich endlich mit der Testreihe fortfahren. 8. Mai. Die bisherigen Tests haben nichts gebracht und mehrere Monate Arbeit haben sich als völlig umsonst herausgestellt. Wo um Himmels Willen habe ich einen Fehler gemacht? Wo? Ich habe alle Bestandteile 1000-mal durchberechnet und habe einfach keinen Schimmer, was daran falsch sein könnte. Langsam zermürbt es mich. Es dauert viel zu lange. Und mit jedem neuen Tag habe ich mehr Angst, dass die Sache auffliegen könnte. Es war ein Riesenglück, dass ich im richtigen Moment Herman zur Kooperation überreden konnte. Entweder ich muss die Zusammensetzung der Substanz verbessern oder die Dosis erhöhen. Sonst komme ich nicht weiter. Ja, das ist es. Die Zusammensetzung ist richtig. Ich muss nur die Dosis erhöhen. Ja, ich hätte schon früher damit anfangen sollen. Morgen werde ich die Konzentration um 100% erhöhen. 9. Mai. Ich habe die höhere Konzentration 2 Probanden verabreicht. Jetzt muss ich mehrere Tage warten, bevor ich präzise Messungen vornehmen kann. Wenigstens kann ich mich jetzt von den ganzen Berechnungen und Tests ausruhen. 12. Mai. Ich habe gedacht, dass ich in den nächsten Tagen keine Notizen machen müsste. Aber heute habe ich mit James gesprochen. Er hat sich anders als sonst benommen und von Sachen gesprochen, die nie ans Tageslicht kommen dürfen. Er weiß zu viel über meine Forschungsmethoden und könnte mich entlarven. Und noch schlimmer. Man würde ihm glauben. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Eingeschlossen in seiner Zelle versucht er, mich in die Ecke zu drängen. So eine Ironie. Nie zuvor habe ich Gewaltanwendung in Betracht gezogen. Aber er gefährdet meine Anstrengungen und alles, was ich bisher erreicht habe. 13. Mai. Die Situation ist offenbar schlimmer, als ich dachte. Die Oberschwester hat mit James gesprochen und nun schlug sie selbst vor, dass wir ihn vorläufig entlassen sollen.
Es war nicht leicht, Sie davon zu überzeugen, dass James wegen seines Leidens dort bleiben muss, wo er ist. Ich habe keine Ahnung, was er ihr erzählt hat, damit sie ihm glaubt. Aber ich befürchte, dass er ihr das nächste Mal alles sagen könnte. Das darf nicht geschehen. Er ist nicht der Idiot, für den ich ihn gehalten habe. Ich muss ihn irgendwie loswerden. 15. Mai. Alles, was ich früher einmal fest in der Hand hatte, droht jetzt wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Erhöhte Dosen haben keine Wirkung. Ich habe alle Messungen zweimal überprüft. Ich weiß nicht weiter. Die ganze Sache mit James droht aufzufliegen. Er darf niemals nach Black Mirror zurückkehren. Ich werde das tun, was getan werden muss. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, nur eine Lösung. Ich werde die Berechnungen über den Haufen werfen und die Konzentration des Wirkstoffes um weitere 100% erhöhen. Ich weiß, in wessen Venen ich diesmal das Serum injizieren werde. Herman hat also die ganze Zeit Roberts Experimente verschleiert. Die Leichen der Patienten endeten in seiner Leichenhalle und niemand erfuhr von ihrem Schicksal. Eieieiei. Oh Mann, du. Das ist ja furchtbar, was der gemacht hat. Das ist wirklich richtig furchtbar. So, das bedeutet also, alles Mögliche, was hier so passiert ist, ist alles nicht gut gewesen. Okay. So, jetzt habe ich hier den Ring. Was meinst du? In den Ring sind alte Runen und lateinische Wörter eingraviert. Okay. Das heißt also, der Ring, der eine Ring und also quasi, ich mache mich damit unsichtbar. Okay, gut, nee. Ich gehe mal hier raus und guck mal, was passiert, wenn ich hier rausgehe. Vielleicht erwartet mich ja Victoria. Oder ich rede einfach mal mit ihr. Ah, ich weiß nicht. Irgendwie muss ich... Ich lasse sie jetzt allein. Okay, never mind. Okay. Und die Frage ist jetzt, was hat mir das alles gebracht? Weil so richtig Sinn sehe ich da jetzt nicht hinter. Ich muss mal mit Bates sprechen. Ich glaube, der hat vielleicht noch eine Idee. Brauchen Sie etwas, Sir? Nein, eigentlich nicht. Ich komme nur gerade zufällig vorbei. Das Tagebuch, das Testament. Ja, genau, das war ja das. So, das heißt also, mir gehört eigentlich dieses Schloss. Okay. Cooler Stuff. Mir gehört jetzt ein Schloss. Ah! Yes, so. Die Frage ist, was mache ich denn jetzt? Ich meine, in die Kanalisation kann ich jetzt nicht... Schmuckkasten. Kann ich das irgendwie verbinden? Nee. Auch nichts anderes, ne? Ich hab einen Ring, ich habe ein Testament, ich habe den nicht zugestellten Brief an William. Ich finde eigentlich, dass Victoria das wissen sollte, dass das es ein Testament gibt. Oder kann ich jetzt... Gut, fahren wir mal so. Wo kann ich mich denn hinbegeben? Okay, zum Sanatorium kann ich nicht. Hier ist ja auch nichts mehr los, ne? Naja, ich werde mich mal... Chill out. Ich werde mich mal ein bisschen umsehen, weil ich jetzt gerade so ein bisschen Hänger habe, wo es weitergeht. Ich kann es jetzt gerade nicht sagen. Deswegen, ja. Cut. So, da bin ich wieder. Und zwar im Stall unseres Anwesens. Ja, den Brief haben wir ja schon gelesen, aber einen Punkt habe ich vergessen. Klick. Oh, hier ist eine Mütze. Mensch, guck mal einer an. Morris Mütze. Ja. So. Hm,
können wir uns da bestimmt die ein oder andere U- oder auch Haarprobe nehmen. Ich habe Haare gefunden. Ich sollte sie mir näher ansehen. Vielleicht passen sie zu denen, die Herman in der Hand hielt. So. Wer hätte das gedacht? Ja. So, Spoiler-Alarm. Ich würde jetzt mal so behaupten, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube nicht, dass sie passen. Hermans Haus. Mhm. Mikroskop. So, na, da bin ich aber jetzt mal gespannt, ob die Haare dazu passen oder nicht. Oder vielleicht doch. Ich bin immer noch der Meinung, dass Samuel der Mörder ist. Weil der halt das komischerweise in meinem Traum macht und auch davon träumt selbst und so. Hm. Nein, auch Morris ist nicht der Mörder, den ich suche. Aber wenn er es nicht ist, wer dann? Du. Okay. Hätten wir das schon mal geprüft? Kann ich mir jetzt selber irgendwie eine Haarprobe nehmen? Nee. Ja, jetzt ist das Mikroskop auch gar nicht mehr anwählbar. Ich kann ja mal Bates fragen, ob der noch weiß, so ungefähr, wo man Haarproben herbekommt. Ich kann aber auch mal vielleicht gucken, ob hier jetzt irgendwas Neues ist, hier vielleicht im Pub. Wer weiß das schon? Nö, nur noch alles beim Alten. Oder ich frage ihn vielleicht einfach mal, hey, weißt du zufällig, wer noch schwarze Haare hat? Ich will sie nicht stören. Okay. Nein, da wollte ich jetzt nicht reingucken. Ich wollte die Karte angucken. Ja, dann gehen wir nochmal zu Bates und fragen den mal, ob der noch eine Idee hat. Ich meine, wobei wir haben ihm ja noch gar nicht erzählt, dass Dr. Herman auch tot ist, ne? Na, mal gucken. Brauchen Sie etwas, Sir? Nein. Mhm. Ja gut, okay. Also. Haare waren nicht... Ja, was mache ich denn jetzt? Wäre quasi genauso weit wie vorher. Jetzt hat er die Haare untersucht und sagt so, oh ja, nö, das war jetzt nicht so ganz. Vielleicht einmal in die Schüssel gucken, vielleicht so ins Wasser gucken und... Oh, ich habe ja schwarze Haare. Nein, okay. Aber vielleicht... machen wir nochmal so. Vielleicht habe ich ja noch was da hinten im Stall übersehen. Das könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen. Ich habe jetzt die Mütze genommen und bin sofort drauf losgelaufen, dass ich die Haare untersuchen kann. Vielleicht kann ich ja im Stall doch noch irgendwas finden. Hier in der Ecke eine Heugabel, ein Seil. Nö. Lade ist ja auch nicht. Den Wein nehme ich auch nicht mit. Nö, gut, alles klar. So, dann würde ich sagen, der nächste Cut kommt jetzt. So, sehr schön. Nachdem wir die Haare untersucht haben, können wir nochmal mit Victoria reden? Weil das überhaupt gar keinen Sinn macht. Ah. Naja, okay. Whatever. Ich würde gerne mit dir sprechen. Darf ich dich einen Moment stören? Ich unterhalte mich gerne mit dir. Mhm. Victoria, ich war in Roberts Arbeitszimmer und habe ein Bild von einem Mann gefunden, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Ist es jemand aus unserer Familie? Ein Bild? Du hättest das Zimmer nicht betreten sollen, Samuel. Robert lässt niemanden hinein, nicht einmal mich. Ach, das wird schon. Ich habe nur etwas gesucht, was uns helfen könnte, dahinter zu kommen, wo Robert ist. Seine Sachen sind alle da, wo sie vorher waren. Oh, gut.
Er wäre sauer, wenn er erführe, dass du in seinem Arbeitszimmer warst. Das Bild ist ein Porträt unseres Vorfahren, Lothar Gordon. Er war der Gründer des Sanatoriums, in dem Robert arbeitet. Und wann war das? Vor etwa 200 Jahren. Ich weiß es nicht genau. Also ist Ashbury schon seit langem ein Krankenhaus gewesen. Erzähl mir mehr über Lothar Gordon. Er war jahrelang Chefarzt in einer Klinik für Geisteskranke. Damals sprach man jedoch weder von Therapie noch von Medikation. Wenn er nicht krank geworden wäre, hätte er seine Arbeit wahrscheinlich fortgesetzt. Woran ist er erkrankt? Im Laufe der Zeit hat ihn dieser Ort völlig vereinnahmt. Alle diese kranken Geister, mit denen er Tag und Nacht verbrachte. Am Ende hatte er einen Zusammenbruch und wurde auch wahnsinnig. Er starb wie jene, denen er zu helfen versucht hatte. Ein wirklich trauriges Ende. Nachdem Lothar starb, wo wurde er begraben? Wie ich sehe, willst du mein Gedächtnis prüfen? Soviel ich weiß, blieben seine Überreste dort, so wie er es gewünscht hatte. Man bestattete ihn in einem einfachen Grab hinter dem Sanatorium. Später wurde daraus ein Friedhof. Viele, die innerhalb der Mauern des Sanatoriums starben, fanden dort ihre letzte Ruhestätte. Würdest du mich jetzt bitte entschuldigen, Samuel? Ja, genau. So machen wir das. Dann würde ich mal sagen, auf zum Sanatorium. Haha. So, jetzt muss ja wieder klingeln, ne? Ja, diesmal beenden wir die Folge. Hier ist Samuel nicht. Gordon. Machen Sie bitte das Tor auf. Gut. Ein Glück, jetzt kann ich hier wieder ein bisschen was machen, weil bei dem anderen Bereich wusste ich langsam nicht mehr, was ich noch tun kann oder tun möchte. Hier kann ich jetzt zumindest hinten beim Sanatorium noch so ein bisschen was machen. Oder beim Friedhof des Sanatoriums. Aber wie ich sehe, hat er das hier alles wieder im Griff. Das ist doch schön. So, dann gucken wir uns mal die Gräber an. Thaddäus Lorne, unser lieber Vater, verstorben im Jahre 1752, hinterließ eine liebende Frau und Kinder. Damien Gale, unser geliebter Sohn, verließ uns für immer 1814. Gabriel Swen, verstorben im Jahre 1805. Hier ruht Sir Nathan Port, von dieser Welt verschieden im Jahre des Herrn 1638. Möge er im Jenseits Ruhe finden. Okay, so, das war auch nicht der Grabstein. Ah ja, hier gibt es auch noch ein paar Grabsteine. Grabsteine, okay. Gucken. Diese tragen keine Namen, nur unleserliche Grabinschriften. Ah, sehr gut. So, hinterer Teil des Friedhofs. Auch hier wird es ein paar Grabsteine geben. Es ist entweder das oder das Grab. Wer weiß Louis das schon? Louis Bate, 1852. Nope. Evelyn, unsere liebe Tochter, entschlafen vor ihrem 12. Geburtstag. Möge ihre Seele die Ruhe finden, die ihr in dieser Welt nicht beschieden war. Eieieiei. So, das wird er sein hier, ne? Ein anonymes Grab. Ein anonymes Grab. Unser Familienwappen. Das ist wahrscheinlich das Grab, das ich suche. Ich muss erst den Strauch entfernen. Ein dorniger Strauch mit dicken Ästen. Diese Steintafel trägt unser Wappen. Das muss das Grab sein, das ich suche. Ach so, okay. Ja, wie mache ich den am besten weg? Ja, ich zünd ihn an. Nein. Natürlich machen wir das. Ja, womit machen wir das jetzt eigentlich? Oder sowas wie eine Machete oder so, nicht wahr?
Gut, okay. Zurück zur Mitte des Friedhofs. Haben wir da noch irgendwas in der Kapelle? Wirklich? Nee. Ah, eine Kiste. Eine Gartenschere. Die habe ich vorher nicht gesehen. Mist. Kaputt. Natürlich ist sie kaputt. Ja, sehr schön. So ist sie nutzlos. Wie machen wir die heile? Ja, haben wir denn hier irgendwas, womit man das heil machen könnte? Nee, ne? Ach, so ein Mist aber auch. Vielleicht kann uns ja der Kollege hier unten... Ach, nee, okay. Nee, das bringt uns auch nichts. Naja gut, dann frage ich mal sie hier vorne im Haupteingang. Vielleicht hat sie ja noch eine Idee, wie man diese Gartenschere heile machen kann. Ganz klar. Wir haben einander schon alles gesagt. Never mind, okay. Ich kann jetzt nicht gehen. Du kannst jetzt nicht gehen, okay, aber... Wie repariere ich denn jetzt am besten die Gartenschere? Ich meine, also... Kann ich zum Glück nicht nochmal rein in die Kanalisation. Das wäre ein bisschen ungünstig. Aber ja, wie repariert man denn sowas? Sieht ja aus, als wenn da einfach nur eine Schraube oder sowas in diese Richtung fehlen würde. So eine Art Verbindungsstück. Ich hätte ja den Hausmeister gefragt, aber na gut. So, ich glaube aber auch nicht, dass ich hier irgendwie was... Ich gehe mal nochmal in die Kapelle. Ich finde hier noch bestimmt irgendwas anderes. Mal in der Kiste oder hier in der Kiste oder vielleicht hier oben. Hier in dem Bereich. Nö. Ja, vielleicht doch. Nee, hier ist nichts. Okay. So, irgendwas hier noch? Nö, ne? Nee, okay. Gehen wir mal nach hier hinten, hinterer Teil des Friedhofs. Haben wir denn hier noch irgendwas? Eigentlich auch nicht, ne? Welt der Strau. Ja. Aber wie mache ich die? Ich muss sie irgendwie reparieren. Ja. So ist sie nutzlos. Ja, okay. Was für ein Pixel fehlt mir jetzt hier schon wieder? Bestimmt wieder irgendwas, was ich hier machen könnte. Irgendwie muss ich diese Äste loswerden. Sie sind voller Dornen. Ja, okay. Gedacht hier irgendwie so am Zaun oder so, dass man hier irgendwie was hinbekommen könnte. Aber nee. Ich bin ja der Meinung, in der Kapelle muss auch irgendwas sein. Wie kommt mir das so vor, als wenn hier noch irgendwie so eine Art Schraube oder irgendwie sowas in diese Richtung umlungern muss? Und hier ist wirklich nichts mehr, ne? Naja, gut. Naja. Ihr wisst ja, was jetzt passiert. Ich schaue mich noch mal ein bisschen um und vielleicht finde ich ja
dann doch noch an irgendeine Ecke irgendwas, was mir weiterhilft. Bei einem kleinen Fenster war auch nichts mehr, ne? Was ich irgendwie wegsnacken kann hier. Irgendwie so. So eine Art Schraube oder so, die hier rumliegt. Nee. Oh. Ja, okay. Never mind. Kein Cut. Ist doch auch was Tolles. Okay. Ja, so manchmal sind es wirklich so diese kleinen Mini-Details, die einen dann richtig nerven, ne? Also das ist ja auch tatsächlich so, aber okay. So, auf geht's. Ein bisschen Sträucher wegmachen. So. Der Deckel ist zu schwer. Ich kann ihn nicht bewegen. Du kannst ihn nicht bewegen. Kannst du den Ring da einsetzen? Nee. Ach, Dude, was ist denn los, Mensch? Ich habe auch nichts, womit man jetzt irgendwie hebeln kann oder so. Probier mal nochmal. Der Deckel ist zu schwer. Gehe hier mal in die Kapelle. Finde ich jetzt hier noch irgendwas? Irgendwas Tolles, was ich vorher übersehen habe? Der Bell sieht ja gerne mal ein paar Sachen. Nochmal in die Kiste gucken. Nee. Gut. So, dann klopfen wir jetzt vielleicht doch mal bei dem Heizungskollegen an. Nee, auch nicht. Okay. Aber auch nicht an. Oh, dunkle Ecke. Dunkle Ecke. Ja, hier haben wir sie doch. Die dunkle Ecke. Nichts als wertloser Schrott. Ja, ja. Eine Metallstange. Die nehme ich mit. Ah, Dude, ey. Dass auch erst bei Rechtsklick ordentlich guckt, ne? So, okay. Können wir denn jetzt das einmal öffnen, das Grab? So. Hinterer Teil des Friedhofs. Aber vorher, weil ich es lange nicht mehr gemacht habe, will ich es nochmal speichern, weil ich meine, speichern ist wichtig in diesem Spiel, denn ja, sonst stirbt man aus Versehen und muss den ganzen Kram nochmal machen. Das ist tatsächlich hier so. Okay, Grab öffnen bitte. Oh nein, das Grab ist leer. Wie komme ich an den vierten Schlüssel? Ich kann jetzt nicht aufgeben. Ich muss weitermachen. Ach Gottes Willen, noch eins. Das kann ja wohl alles nicht angehen. Also ich kann ja jetzt auch nochmal drauf gucken. Okay, so. Wieso kann ich hier nochmal drauf gucken? Das ist seltsam. Das ist nicht sinnvoll. Okay. Also, Grab geht nicht. Das heißt, ich muss im Prinzip mal wieder hier die Kollegen fragen. Aber der wird ja nicht lang genug hier arbeiten. Aber vielleicht weiß die an der Rezeption ja was. Zum Beispiel, hey, wurde hier irgendwann mal ein Grab geöffnet und eine Leiche irgendwo anders hingepackt? Kann ich mit Ihnen sprechen? Ganz normale Fragen, die man so Mitarbeiterinnen bei einem Sicher. Sanatorium stellt. Sagen Sie, der alte Friedhof hinter dem Sanatorium, wurde er schon immer von Ashbury geführt? Ja, soviel ich weiß, gehört er seit mindestens 100 Jahren zu Ashbury. Und davor? Davor war er der Gemeindefriedhof von Wormhill, glaube ich. Aber wie gesagt, das ist schon sehr lange her. Danke, das war alles. So, so. Der alte Friedhof gehörte also der Gemeinde von Wormhill.
Das war alles. Danke. Wiederholt sich Dude. Okay, dann würde ich mal sagen... Willow Creek. Denn... Vielleicht weiß ja der Kollege aus dem Pub, was da so abgeht mit Wormhill und so. Jetzt so mein erster Gedanke. Ich habe keine Ahnung, worüber wir... Never mind, okay. So. Gut. Ist dann Bates darüber befragen oder gehe ich gleich in die Bibliothek? Ich gehe erstmal zu Bates. Ich meine, das Buch über Wormhill habe ich ja gelesen. Haben wir in der ersten Folge, ne? Das war ja. Brauchen Sie etwas, Sir? Nein. Okay, ist klar. Gut. Wäre das so? Die Chroniken von Wormhill. So. Genau, von einem Lothar war da auf jeden Fall nicht die Rede. So. Die Pfarrkirche schon. Marke. Man glaubt vom. Eines. Von diesem. Zur Un. Schon unsere Eltern. Marcus Gorb, folglich kann, nach Meinung angesehener Historiker, wurde die Kirche um das Jahr... Man glaubt, dass Marcus die Kirche auf einer heidnischen Stätte erbauen... Wie... In diesem... Als ersichtlich... Nicht jeder aber hätte bei dem Brand... Vom Person... Folglich bis zu diesem Heid... Seit diesem... Zur Unterschrift gegeben... Okay, so. Thank God. So, okay, also. Ist mir das jetzt wirklich, muss ich da jetzt Informationen rausziehen oder ist das einfach nur nochmal zum besseren Verständnis? Weil letztendlich ist es ja so, dass wir wieder damit drin hängen, die Familie Gordon. Das bedeutet, möglicherweise liegt er ja auch hier irgendwie, oder nicht? Man könnte das nicht sein, dass wir vielleicht... Moment mal, wie ist denn das, wenn ich jetzt nochmal sage, ich möchte einmal kurz zur Kirche. Hinterer Friedhof. Vielleicht wurde der ja hier umverlegt oder so. Weil er meinte doch eh, dass hier eine Gruft ist, die er eigentlich nicht kennt. Aber so richtig wirklich was machen kann ich ja auch nicht, ne? Ja, hier ist ja auch nur William Gordon, okay. Gut, es sei denn, man kann hier vielleicht jetzt in die Kirche nochmal mit rein. Oh ja, sehr schön. So, zum hinteren Teil. Okay, hier war ich ja noch nie eigentlich, ne? Hier ist ja auch nichts. So, zum Altar. So, dann werde ich mal ihn hier befragen. Ich weiß nicht. Pater Frederick? Er wird jetzt erstmal schimpfen. Ja, kann ich mit Ihnen sprechen? Aber sicher, mein Sohn. Ich höre. Okay, er sagt gar nichts dazu, okay. Ich möchte Nachforschungen über einen Vorfahren anstellen. Können Sie mir helfen? Ich helfe Ihnen gerne, aber ich spüre, dass Sie etwas beunruhigt. Möchten Sie darüber reden? Glauben Sie mir, Sie würden Ihre Seele damit entlasten. Das ist liebenswürdig von Ihnen, Pater, aber ich bin aus einem anderen Grund hier. Ich verspreche, wiederzukommen, wenn ich getan habe, was ich tun muss. Also gut. Was benötigen Sie von einem Diener des Herrn? Ich muss herausfinden, wo sich die sterblichen Überreste von Lothar Gordon befinden.
Ich vermute, dass in den Gemeindechroniken ein Eintrag darüber steht. Unsere Chroniken reichen weit in die Vergangenheit zurück. Ich glaube, ich müsste die Informationen finden können, die Sie brauchen. Kommen Sie bitte später wieder. Ich werde eine Weile brauchen, um den Eintrag zu finden. Danke, Pater. Okay, eine Weile später wiederkommen, alles klar. Seitenflügel, ich glaube, hier hinten kann ich nicht mehr hin, ne? Das Gitter ist abgeschlossen. Ja gut, da hatte ich ja sowieso alles. So, dann gehen wir doch mal hier raus und verlassen mal die Kirche. Und gehen noch mal kurz in den Pub. Appelapap. So. Mit ihm quatschen. Ich will sie nicht stören. Okay, er will ihn nicht stören. Okay. So, mal gucken, ob das jetzt schon gereicht hat, um wieder zur Kirche zurückzugehen oder ob ich wirklich überall nochmal jede Map besuchen muss und einmal vorbeigucken muss. Weil theoretisch gesehen ist ja nur auch nichts mehr, was ich machen könnte, denke ich mal. Pater? Ja? Ja, mein Sohn. Darf ich Sie einen Moment stören? So, na, hat er schon. Haben Sie schon irgendetwas in den alten Chroniken gefunden, Pater? Es ist mir sehr wichtig. Noch nicht. Sie müssen Geduld haben, mein Sohn. Ich komme später wieder. Na ja, gut, okay. Ist wahrscheinlich tatsächlich ein Timer vergehen oder, wie gesagt, einmal überall kurz mal lang geguckt. So, hier und dann hier nochmal runter und naja, wie auch immer. Doppelklick gemacht? Naja, egal. So, zurück. Nein, dem auch sein mag. Nochmal nach Black Mirror gucken. Ich wüsste halt auch nicht, was ich jetzt hier noch machen sollte in dem Schloss oder so. Ist ja auch alles irgendwie schwierig, weil letztendlich sind das hier die Bereiche, die gar nicht weiterbringen. Ja, da zum Sanatorium kann ich gar nicht. So, dann gehe ich jetzt einfach nochmal zur Kirche und wenn es jetzt nicht klappt, dann würde ich einfach nochmal ein bisschen durch die Gegend latschen, bis es dann endlich klappt, ne? So, komm. Jetzt überall noch mal kurz einmal auf Pater, ich muss mit Ihnen reden. Und jetzt möchte ich aber kommen. Das wird ja wohl... Ja, nur zu. Also ich meine... Sie kommen gerade recht, Samuel. Ich habe den Eintrag, den Sie brauchen, in den Chroniken gefunden. Lothar Gordon war der Vater von Thomas Gordon, der wiederum Vater von William war. Seine sterblichen Überreste wurden bei Ashbury begraben, wie in seinem Testament verfügt. In Ashbury? Nach einiger Zeit wurde seine Leiche jedoch exhumiert und in ein Familiengrab auf dem Gemeindefriedhof gebracht. Dort ruht er jetzt. Danke, Pater. Sie waren mir eine große Hilfe. Sie brauchen mir nicht zu danken. Ich lese gern in den Chroniken. Ach, der ist viel zu freundlich. So. Okay. Also Gemeindefriedhof, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann müsste er also quasi hier hinten liegen. Ah ja, ach, sehr schön. Wer hat die Gruft geöffnet? Ja, genau. Ach, der Totengräber, okay. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. So, erstmal, oder Moment. Wir speichern hier an der Stelle. So. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen traumhaften Tag, Abend, wenn ihr schaut. Lasst doch gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und lasst doch auch gerne ein Abo da, wenn ihr wissen wollt, wer in dieser Gruft ist und was mich da drin so erwartet. Ja. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, sorry. Bis zum nächsten Mal.